Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unsere Reihe, die sich mit dem Deutschtest für den Beruf B2 beschäftigt, fortsetzen. Und zwar wollen wir uns heute den Prüfungsteil Hören, Teil 4 anschauen. Gleich nach dem Intro will ich euch zu diesem Prüfungsteil erst ein paar allgemeine Informationen geben, damit ihr eine Idee habt, was euch erwartet. Dann gehen wir wieder an meinen Computer, rufen den Modelltest auf, den wir in dieser Reihe schon die ganze Zeit benutzt haben und den wir auch bis zum Ende der Reihe benutzen werden. Und dort schauen wir uns dann den Prüfungsteil Hören Teil 4 einmal ganz genau an. Ich werde euch dann dort die Aufgaben zeigen. Ich will euch erklären, was die Aufgaben ungefähr bedeuten könnten, also was die Aussagen ungefähr bedeuten könnten. Ich will dann mit euch die Audiodatei auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge suchen, denn wir wollen sie uns von dort aus anhören. Danach hören wir uns den Prüfungsteil Hören Teil 4 einmal so an, wie er auch in der Prüfung abläuft. Dabei versuchen wir dann, die richtigen Lösungen zu finden. Und danach gehen wir nochmal jede Aufgabe Stück für Stück durch. Ich erkläre euch, warum meine Lösung meiner Meinung nach die richtige ist, warum die anderen meiner Meinung nach nicht die richtigen sind. Und ich erzähle euch auch ein bisschen was zu dem, was die Personen in den Audios sagen, was das bedeutet. Und dann ganz zum Schluss wollen wir natürlich schauen, ob ich den größten Quatsch von hier bis Texas erzählt habe oder ob meine Lösung bzw. unsere Lösung die richtigen sind. Ja, das ist das, was wir heute vorhaben. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, euch möglichst gut auf den Test Leben in Deutschland vorzubereiten. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Ist die Musik schon vorbei? Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ja, bevor wir gleich an meinen Computer gehen und uns die Aufgaben hier im Modelltest anschauen, vorab noch ein paar Informationen zu diesem Prüfungsteil. Also, beim Prüfungsteil Hören Teil 4 hören wir 5 telefonische Mitteilungen. Also, da hat jemand etwas auf einen Anrufbeantworter gesprochen oder auf eine Mailbox. Und diese Mitteilungen, das sind immer ja, Bitten, Anliegen, Anfragen. Also die Person, die dort auf das Band gesprochen hat, die möchte etwas von uns wissen, die möchte uns ja, etwas erzählen. Und wir haben zu jeder Mitteilung eine Multiple-Choice-Aufgabe, bei der es jeweils 3 Antwortmöglichkeiten gibt. Und hier im Prüfungsteil Hören Teil 4 ist es nun so, dass wir allerdings vorher keine extra Zeit haben, um uns die 5 Aufgaben durchzulesen und um Schlüsselwörter zu markieren oder um eine Idee zu bekommen, worum es bei dieser Aufgabe geht. Das ist hier meiner Meinung nach die größte Herausforderung. Darum, wenn ihr in der Prüfung sitzt und den Prüfungsteil Hören Teil 3 behandelt habt und es geht dann über zum Prüfungsteil Hören Teil 4, wird die Aufgabenstellung am Anfang vorgelesen und die braucht ihr nicht mehr vorlesen. Die gucken wir uns gleich am Computer an, die ist immer die gleiche und da braucht ihr dann in der Prüfung nicht mehr drauf zu achten. Deswegen könnt ihr in dieser Zeit die Aufgaben schnell durchlesen. Wenn ihr das nicht schafft und der Gong ertönt und die erste Aufgabe beginnt, dann konzentriert euch auf diese Aufgabe. Wenn es dann zur nächsten Aufgabe geht, konzentriert ihr euch auf die zweite Aufgabe und so weiter und so fort. So, und bei diesen Mitteilungen ist es dann so, dass ihr während der Mitteilung
Informationen zu allen drei Antwortmöglichkeiten bekommt. Die Informationen sind auch nicht in derselben Reihenfolge wie die drei Antwortmöglichkeiten und es werden ganz oft die Begriffe, die ihr in den Antwortmöglichkeiten habt, auch benutzt, aber in einem anderen Zusammenhang. Oder es werden Synonyme, Antonyme oder andere Umschreibungen benutzt und hier müsst ihr eben ganz konkret darauf achten, was sagt die Person und welche der Antwortmöglichkeiten ist hier die richtige. Und inhaltlich geht es hier bei diesen Mitteilungen natürlich um Themen, die irgendwie mit dem Beruf, mit der Arbeitswelt zu tun haben. Also es geht hier nicht um irgendwelche Sachen, Freizeitgestaltung am Wochenende oder irgend so etwas, sondern es geht immer um Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Ja, jemand möchte für eine Dienstreise ein Hotel oder einen Flug buchen oder er möchte das stornieren oder jemand möchte seinen Urlaub verschieben oder jemand möchte eine Schicht wechseln oder einen Dienst tauschen oder. Da gibt es natürlich 100.000 verschiedene Möglichkeiten, aber es sind eben immer Arbeits- bzw. berufsweltbezogene Themen, weil wir uns hier im Deutschtest für den Beruf befinden. Ja, und wenn ihr dann diese 5 Mitteilungen gehört habt, dann habt ihr noch kurz Zeit, eure Lösungen auf dem Antwortbogen zu markieren. Ja, oder ihr macht das gleich, während ihr das hört und übertragt das gleich oder markiert das gleich auf dem Antwortbogen. Und danach geht es dann zum Prüfungsteil Hören und Schreiben über. Aber den machen wir dann in der kommenden Woche. Und jetzt machen wir das Ganze ja am Computer und dann sind wir hier wieder hier bei mir auf der Couch. So, ja, hier habe ich den Übungstest, den Modelltest schon aufgerufen, mit dem wir uns ja hier in dieser Reihe beschäftigen. Ja, wo und wie ihr den findet, das haben wir in der zweiten Folge unserer Reihe hier ja einmal behandelt. Also ihr könnt auf die Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gehen. Dort findet ihr den. Ihr findet auch, wenn ihr auf die Seite der TELG geht, einen Link auf die Seite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Ihr könnt das natürlich auch googeln oder ihr nehmt einfach den Link, der hier unten in der Videobeschreibung ist. Dann kommt ihr direkt auf die Seite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und dort könnt ihr euch das dann herunterladen. Ihr könnt euch dort die Audiodateien anhören oder auch diese herunterladen. Das ist völlig kostenlos und barrierefrei. Da gehen wir auch nachher nochmal hin, um uns die Audiodatei eben direkt von der Internetseite des Bundesamtes anzuhören. Ja, dann gehen wir einmal hier zum Testformat. Ja, also wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, dann kennt ihr das ja schon. Also das hier ist der Deutschtest für den Beruf B2. Das ist das, was euch am Prüfungstag erwartet. Zu Anfang gibt es den Prüfungsteil Lesen und Lesen und Schreiben in einem Rutsch, ja, 65 Minuten. Da könnt ihr euch die Zeit dann einteilen. Dann haben wir hier den Teil Sprachbausteine und Schreiben. Der ist auch in einem Rutsch, da habt ihr dann 35 Minuten Zeit, die ihr euch einteilen könnt. Und dazwischen ist der Prüfungsteil Hören und Schreiben, 25 Minuten. Da gibt es keine Zeit, die ihr euch einteilen könnt, sondern da ist es eben so, dass sich die Zeit nach der Audio richtet. Und da gibt es eben die Prüfungsteile Hören 2 und 3. Da hat man vorher eine Minute Zeit, in der man eben die Aufgaben sich durchlesen kann. Das ist auch nicht sehr viel Zeit, aber es ist immerhin eine extra Zeit. Beim Prüfungsteil 1 und 4, da gibt es das eben nicht. Ja, und wir sind eben jetzt hier, ja, Hören Teil 4. Also wir sind so ja, ziemlich genau in der Mitte des ganzen Deutschtests oder der ganzen B2-Prüfung. Und hier haben wir dann eben 5 Multiple-Choice-Aufgaben, 5 Anliegen und Bitten, die wir hören. Und wir sollen dann eben heraushören, ob die Antwortmöglichkeit A, B oder C die richtige Lösung ist. Ja,
Dann gehen wir direkt mal auf die Seite hier, lesen, hören, Teil 4. Genau, hier haben wir das Ganze. Ja, wir haben hier oben die Aufgabe bzw. die Aufgabenstellung und wir haben dann hier die 5 Aufgaben. Und in der Prüfung ist es dann eben so, dass ihr Hören 1 und 2 und 3 hintereinander macht und dann wird von der Audio eben übergeleitet zum Prüfungsteil Hören Teil 4. Dann blättert ihr eben auch weiter und dann wird hier das, was hier oben steht, ja, das wird dann komplett vorgelesen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ja, da wird eben gesagt, Sie hören 5 telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung nur einmal. Und dann macht es Gong und dann kommen die Aufgaben, beziehungsweise dann kommen die Mitteilungen nach und nach. Und in dieser Zeit, in der diese Aufgabenstellung vorgelesen wird, da könnt ihr hier die 5 Aufgaben durchlesen, euch die Signalwörter markieren, aber es gibt eben keine extra Zeit. Das ist hier die große Herausforderung, dass ihr eben hier schnell das Ganze durchlesen müsst und schnell die Signalwörter markieren müsst. Gut, heute machen wir das natürlich nicht so, sondern heute lassen wir uns da alle Zeit der Welt. Wir gehen die Aufgaben gleich in aller Ruhe durch. Ich sage euch, was ich hier markieren würde. Und dann holen wir uns die Audiodatei und dann gehen wir das Ganze einmal durch. Ja, und zum Thema Markieren, ja, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, ihr könnt hier in der Prüfung, ja, auf dem Aufgabenblatt rumschreiben, markieren, unterstreichen, einkreisen, wie ihr wollt. Das geht danach alles an die Telg zurück, dann wird es geschreddert. Ihr müsst nur daran denken, dass ihr eure Lösungen auf dem Antwortbogen dann markiert, ja. Und wenn ihr das schon üben wollt, dann ist meine Empfehlung, dass ihr euch hier den Modelltest ausdruckt und dann eben auch das Ganze wirklich hier in Papierform vor euch legt und dann da auch die Notizen drauf macht, euch da auch das Ganze unterstreicht, was ihr wichtig findet oder einkreist oder wie auch immer. Ja, dann lasst uns mal die Aufgaben hier der Reihe nach anschauen. 36. Anni braucht einen Laptop vom Hotel, hat die Unterlagen ins Internet gestellt, hat ihren Laptop im Hotel vergessen. Okay, also, ja, hier, ja, also Anni arbeitet vielleicht für ein Hotel oder sie ist in einem Hotel untergebracht, keine Ahnung, das müssen wir gleich mal hören. Hier bei 36, bei A, da würde ich eben braucht Laptop vom Hotel unterstreichen. Dann ja B, Unterlagen ins Internet gestellt, das würde ich dort unterstreichen. Und C, ihren Laptop im Hotel vergessen. Ja, da kannst du im Grunde den ganzen Satz unterstreichen oder markieren. Ja, da bin ich wirklich gespannt, was das für eine Situation ist. Ja, dann hier Julian, 37, meldet sich für das Wochenende krank, muss in der kommenden Woche zum Arzt, soll am Wochenende einen Kollegen vertreten. Ja, okay. Also Julian, entweder meldet er sich für das Wochenende krank, also was weiß ich, heute ist vielleicht Montag, heute ist vielleicht Donnerstag oder Freitag. Und er soll am Wochenende arbeiten, aber er ist eben krank. Ja. Oder er soll in der kommenden Woche, also nicht in dieser Woche, sondern in der nächsten Woche zum Arzt. Oder Nummer 3, also C, er soll am Wochenende einen Kollegen vertreten. Also er soll für einen Kollegen arbeiten. Ja. Da würde ich dann bei A meldet Wochenende krank unterstreichen. Dann B, kommende Woche zum Arzt, das würde ich da unterstreichen. Und C, Wochenende Kollegen vertreten, das würde ich dort unterstreichen.
Dann hier 38, Jessica Mahler bittet um Bezahlung der Rechnung, liefert nur einmal im Quartal Papier, schickt die Rechnung nach. Ja, die Situation kann jetzt auch alles sein. Sie bittet um Bezahlung der Rechnung, also wir haben etwas gekauft vielleicht und sie möchte, dass wir die Rechnung bezahlen. Liefert nur einmal im Quartal Papier, also die Jessica Mahler liefert Papier, aber das macht sie nur einmal im Quartal. Also das Quartal immer im Vierteljahr, also Januar, Februar, März ist ein Quartal, April, Mai, Juni ist ein Quartal und so weiter. Und das würde eben bedeuten, dass sie oder ihre Firma nur einmal im Quartal Papier liefern und nicht immer flexibel, wenn der Kunde das wünscht. Schickt die Rechnung nach. Das würde jetzt bedeuten oder könnte bedeuten, dass wir etwas bestellt haben, aber wir haben keine Rechnung bekommen und wir möchten die noch eine Rechnung haben und sie schickt die nach, also sie schickt die hinterher, in Anführungszeichen, sie schickt die später. So, das könnte hier das Ganze bedeuten und hier würde ich jetzt bei A bittet Bezahlung der Rechnung, B liefert einmal im Quartal Papier, ja, C schickt die Rechnung nach, da kannst du auch, im Grunde kannst du hier jedes Mal den ganzen Satz unterstreichen. Ja, mal schauen. 39, Petra hat einen Partyraum beim Italiener reserviert, schlägt vor, im Steakhouse zu feiern, verschiebt die Feier auf Januar. Also hier geht es jetzt um irgendeine Feier, vielleicht eine Betriebsfeier, vielleicht eine Weihnachtsfeier. So, und entweder A, hat sie einen Partyraum beim Italiener reserviert. Also beim Italiener, damit meint man immer ein italienisches Restaurant. Also nicht bei einem, der aus Italien kommt, zu Hause, sondern beim Italiener, dann sagt man, damit meint man ein italienisches Restaurant oder eine italienische Pizzeria oder beim Griechen, damit meint man ein griechisches Restaurant oder beim Türken, dann meint man ein türkisches Restaurant, also nicht bei jemandem, der aus dem Land kommt, zu Hause. Also A, das bedeutet, sie hat in einem italienischen Restaurant einen Partyraum reserviert, also der ist schon reserviert. Da könnte man sagen, hat Partyraum Italiener reserviert, unterstreichen, schlägt vor, im Steakhouse zu feiern. Also ihre Idee ist, dass man in einem Steakhouse, also ein Restaurant, in dem es Steaks gibt, hier so wie Blockhaus zum Beispiel, dass man in so einem Restaurant feiert. Also sie schlägt das vor, das ist ihre Idee, ja, für eine Feier in der Zukunft. Und C, sie verschiebt die Feier auf Januar, also das Ganze findet eben nicht im November, Dezember oder so statt, sondern das Ganze wird auf Januar verschoben, also es findet eben nicht im November oder Dezember statt, sondern erst im Januar. Das bedeutet C. So, bei B schlägt vor, Steakhouse, und C verschiebt Feier Januar, das würde ich hier so unterstreichen. Ja, und dann die 40. Michael will, dass die Mitarbeiter alle Probleme bis morgen lösen. Ja, das will ich auch. Die Reparaturen zeitnah durchführen, sich melden, wenn die Qualitätskontrolle kommt. So, also keine Ahnung, ob Michael der Chef ist oder jemand anders. So, A, er will, dass die Mitarbeiter alle Probleme bis morgen lösen. Also sie sollen, es gibt irgendwelche Probleme. Und sie sollen die Probleme bis morgen aus der Welt geschaffen haben. Sie sollen die Probleme bis morgen lösen. Also morgen sollen die Probleme weg sein. Er will, dass die Mitarbeiter die Reparaturen zeitnah durchführen. Also es muss irgendwas repariert werden. Und er will, dass die Mitarbeiter das möglichst schnell machen. Und C, sich melden, wenn die Qualitätskontrolle kommt. Also die Sie sollen sich melden, vielleicht bei ihm, wenn die Qualitätskontrolle kommt. Also Qualitätskontrolle, das ist in, ja, vor allem größeren Firmen eine extra Abteilung, die prüft, ob ja, die Arbeit gut gemacht wird, ob die Abläufe in der Firma
gut sind oder ob es da Schwierigkeiten, Probleme gibt, ob es da Mängel gibt, ob man da etwas verbessern kann. Das ist so die Qualitätskontrolle, ja, ob die Arbeit vernünftig gemacht wird oder ob es bei den Produkten oder bei den Dienstleistungen ja oft Reklamationen gibt, und wenn ja, dann guckt diese Qualitätskontrolle eben, was man da verbessern kann, was der Grund ist für diese Mängel, so ungefähr. So, und hier könnte man dann eben ja alle Probleme morgen, die Reparaturen zeitnah durchführen und melden, Qualitätskontrolle. Das könnte man hier so markieren. Ja. Gut. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann wenn ich nichts vergessen habe, dann war es das zu den Aufgaben. So, dann gucken wir jetzt mal im Internet nach der Audiodatei. So, da suchen wir einfach wieder DTB B2 Audio. Na okay, lassen wir das mit Audio. Machen wir einfach hier nur Modelltest. Das hatten wir ja schon mal. Und dann, ach hier, guck mal, Lernen mit Uwe, das ist bestimmt ein total prima YouTube-Kanal mit total prima Videos, keine Ahnung. Aber hier zum Beispiel haben wir auch noch andere YouTuber, die auch Videos zu dem Thema gemacht haben. Ja, sogar ganz viele. Aber das ist alles Konkurrenz. Konkurrenz ist nie so gut wie man selbst. Nein, natürlich gibt es immer viele Leute, die sich damit beschäftigen, die Videos anbieten, die anderes Übungsmaterial anbieten. Nutzt dieses Angebot. Ja, je größer, je reichhaltiger das Angebot ist, desto mehr könnt ihr davon profitieren. Ja. Okay, so, dann Modelltest. So, hier sind wir wieder auf der Internetseite des Bundesamtes. Und wie gesagt, den Link, der hier, also hier oben, das, was hier oben steht, das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr einfach in euren Browser kopieren und dann seid ihr sofort hier auf der Seite. Hier könnt ihr dann den Modelltest runterladen und hier haben wir die Audiodateien und das ist hier das, was wir jetzt wollen. Hören? So, mal nicht so schnell mit den jungen Pferden. Genau, so, da haben wir sie. Und ich baue jetzt einmal meinen Monitor kurz um, ja, so dass ich beides nebeneinander habe. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt habe ich den Bildschirm so ein bisschen umgebaut. Links haben wir jetzt die Audiodatei und rechts haben wir die einzelnen Aufgaben. Und ich habe jetzt hier auch schon wieder meinen Zettel, ja, den kennt ihr ja auch schon. Hier sind die Leseaufgaben, hier sind die Höraufgaben, die wir schon gemacht haben, und hier schreibe ich mir jetzt gleich mal die Ziffern 37 bis 40 hin. 38, 39, nein, nicht 37, 36 bis 40, siehst du wohl. So, 36 bis 40, genau, damit ich gleich hier meine Ideen eintragen kann und wir das nachher dann auch vergleichen. Okay, und wie ich bestimmt schon das ein oder andere Mal gesagt habe, machen wir das jetzt erst so wie in der Prüfung auch. Also ich starte jetzt die Audio und dann läuft das Ganze einfach 5 Minuten durch und wir gucken uns dabei dann die Aufgaben an und versuchen sie zu lösen. Und in der Prüfung ist es eben so, zu Anfang und auch heute zu Anfang wird das hier vorgelesen, ja, und das ist immer gleich. Das ist bei jedem Übungstest, den es für den Deutschtest für den Beruf B2 gibt, so, und das ist auch in der Prüfung so. Deswegen braucht ihr da gar nicht drauf hören, sondern wenn ihr in der Prüfung sitzt oder auch in Zukunft bei Modelltests, ja, dann hört ihr da gar nicht mehr hin, sondern lest gleich die Aufgaben durch und markiert euch das, was hier zu markieren ist.
Ja, und das macht ihr möglichst schnell, damit ihr in der Zeit nach Möglichkeit alle fünf Sachen einmal angeschaut habt. Aber wenn dann der Gong ertönt, ja, und die erste Aufgabe beginnt, also die erste Mitteilung ist zu hören, dann hört auf zu lesen. Dann konzentriert euch nur noch auf das, was ihr hört. Denn ihr hört das nur einmal und die Informationen, ja, die wir brauchen, um die Aufgabe zu lösen, die sind natürlich ganz anders formuliert. Also da wird nicht Annie sagen, ich brauche einen Laptop vom Hotel, sondern sie wird das irgendwie anders formulieren. Oder Julian wird nicht sagen, ich melde mich für das Wochenende krank, sondern er wird das irgendwie anders sagen. Ja, wie ich auch schon gesagt habe, Antonyme, Synonyme, Umschreibungen und. Deswegen ganz konzentriert zuhören. Aber jetzt geht's los. Teil 4. Sie hören fünf telefonische Mitteilungen. Zu jeder Mitteilung gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 36 bis 40 auf dem Antwortbogen. Sie hören jede Mitteilung einmal. Nummer 36. Hallo, hier ist Annie. Mir ist meine Tasche mit meinem Laptop gestohlen worden. Und jetzt habe ich die Unterlagen für die Besprechung nicht mehr. An euch habe ich eine dringende Bitte. Auf meinem Computer im Büro befinden sich alle Unterlagen zum Sommerkatalog. Könnt ihr mir das alles als E-Mail schicken, damit ich es für das Treffen habe? Und Monika soll bitte sofort im Hotel anrufen. Die sollen noch einen Laptop in den Besprechungsraum stellen. Im Raum brauche ich auch eine Internetverbindung. Danke euch. Nummer 37. Moin, alle zusammen. Julian hier. Wie ihr auf unserem Plan sehen könnt, bin ich für die Frühschicht morgen, also am Samstag, und die Spätschicht am Sonntag eingetragen. Dummerweise habe ich mir gerade die Hand ziemlich verletzt und bin gerade beim Arzt. Er hat schon gesagt, dass ich einige Tage nicht arbeiten darf. Ich hoffe, jemand kann kurzfristig für mich einspringen. Auch wenn ich nichts daran ändern kann, würde ich gern hören, ob es klappt. Nummer 38. Hallo, hier ist Jessica Mahler vom Print-Lieferservice. Ihnen wurde heute Vormittag Papier für Ihre Drucker geliefert. Der Lieferant hat leider die Rechnung nicht mitgenommen, die liegt hier nämlich noch. Die kommt dann später noch per Post. Übrigens, wir haben im Moment auch besonders günstige Angebote für unseren Papier-Abo-Service. Das heißt, Ihnen würde in regelmäßigen Abständen dann automatisch neues Papier geliefert. Der Vorteil ist, dass man dann nur einmal im Quartal eine Rechnung erhält und nicht mehr für jede Bestellung bezahlt. Falls Sie daran Interesse haben, melden Sie sich gerne. Nummer 39. Hallo, Petra hier. Ich war gerade in dem italienischen Restaurant, wo wir unsere Weihnachtsfeier machen wollten. Problem: Erstens haben sie gar keinen Platz für 50 Leute. Zweitens sind sie ausgebucht bis Ende Dezember, sodass wir im Januar feiern müssten. Aber das Steak-Restaurant nebenan hat einen Partysaal und noch zwei freie Termine im Dezember: den 15.12. und den 20.12. Das wäre doch eine tolle Idee, oder nicht? Wir müssen aber bald entscheiden. Lass uns morgen darüber sprechen. Nummer 40. Hi, die Leute von der Qualitätskontrolle waren gestern da und haben die neuen Maschinen getestet. Leider gibt es ein paar technische Probleme.
Die Liste mit den Mängeln hängt am schwarzen Brett. Wir müssen die Probleme schnell lösen. Es wäre gut, wenn die letzte Schicht mich informiert, was schon erledigt werden konnte. Falls es Probleme bei der Reparatur gibt, sollen sich die Kollegen sofort bei mir melden. Die Qualitätskontrolle wird schon bald wiederkommen. Natürlich wie immer unangemeldet. Achtet bitte auch darauf, dass ihr die Schutzkleidung vorschriftsmäßig tragt. So, jetzt gibt es noch ein paar Sekunden, um die Antworten auf den, oder ja, die Lösung auf den Antwortbogen zu übertragen. Aber das brauchen wir nicht, deswegen unterbreche ich das Ganze jetzt hier mal. Ja, das war jetzt der Prüfungsteil Hören Teil 4, einmal so wie in der Prüfung auch. Und ja, dann lasst uns das mal durchgehen. Also, hier die 36. Ja, Anni braucht einen Laptop vom Hotel, hat die Unterlagen ins Internet gestellt, hat ihren Laptop im Hotel vergessen. So, sie hat ihren Laptop nicht im Hotel vergessen, sondern ihr Laptop ist ihr gestohlen worden. Ja, und sie hat die Unterlagen auch nicht ins Internet gestellt, sondern sie möchte die Unterlagen für die, was war das, Sommerkollektion oder was, von ihren Kollegen per E-Mail geschickt bekommen. Und dann braucht sie in dem Saal, in dem sie das vortragen soll, eine Internetverbindung. Ja, und dann bittet sie ja diese eine Kollegin, ja, im Hotel anzurufen, weil sie einen Laptop in diesem Vortragsraum braucht. Wir gucken, hören uns das nochmal an. Also meiner Meinung nach ist 36a die richtige Lösung. Einen Moment. Wir hören, ich glaube, das war hier. Und jetzt? So, da müsste es gleich losgehen. Ja. Nummer 36. Hallo, hier ist Anni. Mir ist meine Tasche mit meinem Laptop gestohlen worden. Und jetzt habe ich die Unterlagen für die Besprechung nicht mehr. An euch habe ich eine dringende Bitte. Ja, also ihr Laptop ist ihr gestohlen worden und sie hat jetzt die Unterlagen für die Besprechung nicht mehr. So, also sie hat den Laptop nicht im Hotel vergessen, sondern er ist gestohlen worden und die Unterlagen hat sie jetzt nicht mehr. Auf meinem Computer im Büro befinden sich alle Unterlagen zum Sommerkatalog. Könnt ihr mir das alles als E-Mail schicken, damit ich es für das Treffen habe? Und so. Und sie hat die Unterlagen nicht ins Internet gestellt, sondern sie hat das Ganze auf ihrem Computer im Büro, also nicht Sommerkollektion, sondern Sommerkatalog. Na, und jetzt, und sie soll das, sie möchte, dass die Kollegen das per E-Mail schicken, damit sie das zur Besprechung hat. Monika soll bitte sofort im Hotel anrufen. Die sollen noch einen Laptop in den Besprechungsraum stellen. Im Raum brauche ich auch eine Internetverbindung. Danke euch. Und genau, die Kollegin soll im Hotel anrufen. Anni braucht noch einen Laptop vom Hotel und eine Internetverbindung, klar, wegen der E-Mail. Aber meiner Meinung nach ist hier A dann die richtige Lösung. Ja. Gut, dann hören wir mal weiter bei der 37. Nummer 37. Moin, alle zusammen. Julian hier. Wie ihr auf unserem Plan sehen könnt, bin ich für die Frühschicht morgen, also am Samstag, und die Spätschicht am Sonntag eingetragen. Also, Julian ist für die Frühschicht am Samstag und die Spätschicht am Sonntag eingetragen. Also für die beiden Schichten steht er auf dem Plan. Also er soll am Wochenende arbeiten, aber er soll keinen Kollegen vertreten, sondern er soll planmäßig am Wochenende arbeiten. Dummerweise habe ich mir gerade die Hand ziemlich verletzt und bin gerade beim Arzt. Er hat schon gesagt, dass ich einige Tage nicht arbeiten darf. So, also er hat sich leider die Hand verletzt und er ist gerade, also jetzt in diesem Moment beim Arzt
und der Arzt hat gesagt, dass er Julian ein paar Tage nicht arbeiten darf. Ich hoffe, jemand kann kurzfristig für mich einspringen. Auch wenn ich nichts daran ändern kann, würde ich gern hören, ob es klappt. So, er hofft, dass jemand kurzfristig für ihn einspringen kann. Also Julian ist am Samstagvormittag, am Sonntag oder Samstag für die Frühschicht, Sonntag für die Spätschicht auf dem Plan. Aber er ist krank, also er hat sich die Hand verletzt, er kann nicht arbeiten. Und er hofft, dass jemand kurzfristig für ihn einspringen kann. Also dass ein Kollege für Julian arbeitet. Und kurzfristig eben, weil es jetzt vielleicht Freitag ist und morgen ist schon das Wochenende. Ja, also man hat keine große lange Zeit dafür zu planen. Das bedeutet eben kurzfristig. Na, also er soll nicht am Wochenende einen Kollegen vertreten, nein, sondern er hätte eigentlich arbeiten sollen, planmäßig. Er muss nicht in der kommenden Woche zum Arzt, sondern er ist jetzt beim Arzt, aber er meldet sich eben für das Wochenende krank, weil er eben am Wochenende eigentlich arbeiten soll und weil er sich die Hand verletzt hat und der Arzt hat gesagt, er kann nicht arbeiten. Also bei 37 ist meiner Meinung nach auch A die richtige Lösung. Dann hören wir mal weiter. Nummer 38. Hallo, hier ist Jessica Mahler vom Print Lieferservice. Ihnen wurde heute Vormittag Papier für Ihre Drucker geliefert. Der Lieferant hat leider die Rechnung nicht mitgenommen. Die liegt hier nämlich noch. Die kommt dann später noch per Post. Also sie ist vom Printdrucker-Service und wir haben eine Lieferung Papier bekommen, aber die Rechnung wurde nicht mitgenommen, der Bote hat sie vergessen. Die kommt dann später noch per Post. Also sie schickt die Rechnung mit der Post zu einem späteren Zeitpunkt. Sie schickt die Rechnung nach. Also jetzt ist die Aufgabe 38 eigentlich schon erledigt. C ist die richtige Lösung, meiner Meinung nach. Übrigens, wir haben im Moment auch besonders günstige Angebote für unseren Papier-Abo-Service. Das heißt, Ihnen würde in regelmäßigen Abständen dann automatisch neues Papier geliefert. Der Vorteil ist, dass man dann nur einmal im Quartal eine Rechnung erhält und nicht mehr für jede Bestellung bezahlt. Ja, also sie macht dann auch gleich noch Werbung. Ja, sie haben den Print-Abo-Service. Also ich bestelle ein Papier-Abo. Ich bekomme regelmäßig Papier, aber nur einmal im Quartal eine Rechnung. Also nicht Jessica Mahler liefert nur einmal im Quartal Papier, sondern ich muss nur einmal im Jahr, im Quartal bezahlen. Ja, und sie bittet auch nicht um Bezahlung der Rechnung, darum geht es hier überhaupt nicht, sondern sie sagt eben, hallo, hier, Sie haben eine Lieferung bekommen, aber die Rechnung, die ist noch hier, der Bote hat sie vergessen, ich schicke sie mit der Post nach und das Ganze, alles andere, da geht es eben um dieses Abo. Falls Sie daran Interesse haben, melden Sie sich gerne. Ja, also wie gesagt, 38, da ist meiner Meinung nach C die richtige Lösung. So, dann einmal 39. Nummer 39. Hallo, Petra hier. Ich war gerade in dem italienischen Restaurant, wo wir unsere Weihnachtsfeier machen wollten. Problem: Erstens haben sie gar keinen Platz für 50 Leute. Zweitens sind sie ausgebucht bis Ende Dezember. Also, Petra hat nicht einen Partyraum beim Italiener reserviert. Sie war beim Italiener, sie wollte einen Partyraum reservieren, aber sie haben gar keinen und sie sind ausgebucht bis Ende Dezember. Also, A schon mal nicht. Sodass wir im Januar feiern müssten. Aber das... So, ne, der Italiener ist, das italienische Restaurant ist ausgebucht bis Ende Dezember. Also wenn man beim Italiener feiern möchte, müsste man die Feier
auf Januar verschieben. So. Aber das müsste, ne, das ist eben hier die Situation mit dem italienischen Restaurant. Steak-Restaurant nebenan hat einen Partysaal. Und so, das Steak-Restaurant nebenan, neben dem Italiener, hat einen Partysaal. Noch zwei freie Termine im Dezember. Den 15.12. und den 20.12. Das wäre doch eine tolle Idee, oder nicht? So. Das Steakhouse, also das Steak-Restaurant neben dem italienischen Restaurant, die haben einen Partysaal und die haben im Dezember auch noch zwei freie Termine. Da könnten wir unsere Weihnachtsfeier machen. So, das wäre doch eine tolle Idee oder nicht? Und diese Formulierung, das wäre doch eine tolle Idee oder nicht? Damit meint sie, sie schlägt vor, dass man im Steak-Restaurant oder im Steakhouse feiert. Wir müssen aber bald entscheiden. Lass uns morgen darüber sprechen. Also, Antwortmöglichkeit B ist meiner Meinung nach die richtige Lösung. Ja, denn A, sie hat beim Italiener gar keinen Partyraum reserviert, denn es gibt gar keinen und der Italiener hat auch gar keine Termine frei, beziehungsweise und dann müsste man eben die Feier auf Januar verschieben. Aber das Steakhouse daneben hat einen Partysaal und sie haben auch noch Termine frei. Und dann eben diese Formulierung, das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja, also, dass man dort feiert, das wäre eine gute Idee, oder? Also sie schlägt vor, im Steakhouse zu feiern, also 39b. Gut, und dann hören wir nochmal die 40. Nummer 40. Hi, die Leute von der Qualitätskontrolle waren gestern da und haben die neuen Maschinen getestet. Leider gibt es ein paar technische Probleme. So, also die Qualitätskontrolle, die war da. Ja, nicht, Michael will nicht, dass die Mitarbeiter sich melden, wenn die Qualitätskontrolle kommt, sondern die Qualitätskontrolle, die war schon da und am Ende kommt nochmal etwas zur Qualitätskontrolle. Die Liste mit den Mängeln hängt am schwarzen Brett. Wir müssen die Probleme schnell lösen. Also die Liste mit den Mängeln hängt am schwarzen Brett. Wir müssen die Probleme schnell lösen. Wir müssen die Probleme lösen, aber nicht bis morgen, sondern möglichst schnell. Ja? Also wir müssen die Probleme nicht bis morgen lösen, sondern wir müssen die Probleme schnell lösen. Also schnell heißt natürlich zeitnah. Es wäre gut, wenn die letzte Schicht mich informiert, was schon erledigt werden konnte. Falls es Probleme bei der Reparatur... Also... Die letzte Schicht soll ihn informieren, was schon erledigt werden konnte. Ja, also, dass die Mitarbeiter nicht, aber die letzte Schicht sich meldet, was schon erledigt werden konnte. Aber das passt hier nicht zu den Antwortmöglichkeiten. Ja, und jetzt, es wäre gut, wenn die Reparaturen... ...gibt, sollen sich die Kollegen sofort bei mir melden. Wenn es Probleme mit den Reparaturen gibt. Also, die Kollegen sollen sich melden, wenn es Probleme mit den Reparaturen gibt. Ja... Auch nicht. Die Qualitätskontrolle wird schon bald wiederkommen. Natürlich wie immer unangemeldet. So, und die Qualitätskontrolle kommt bald wieder. Achtet bitte auch darauf, dass ihr die Schutzkleidung vorschriftsmäßig tragt. Ja, und die Mitarbeiter sollen die Schutzausrüstung vorschriftsmäßig tragen. Aber wir haben eben hier ja wieder das ja, übliche... Wir haben hier die Begriffe Reparaturen, durchführen, lösen, Probleme, melden, mehrfach, aber in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ja, er will, dass die Mitarbeiter, dass die eine Schicht sich meldet, was schon erledigt worden ist. Ja, er möchte, dass
Wenn es Probleme gibt, dass die Mitarbeiter sich melden. Wenn es Probleme mit den Reparaturen gibt, sollen die Mitarbeiter sich melden. Aber von diesen Antwortmöglichkeiten, da passt eben nur das, was er relativ am Anfang gesagt hat. Ja, der hatte doch gesagt, die Liste mit den Mängeln hängt am schwarzen Brett. Wir sollen die Probleme möglichst schnell lösen. Aber nicht alle Probleme bis morgen lösen, sondern bei den Problemen, da handelt es sich um Reparaturen, das hat er ja dann auch später gesagt, die Reparaturen zeitnah durchführen. Ja, also es muss etwas repariert werden, mehrere Sachen müssen repariert werden und diese Reparaturen sollen zeitnah durchgeführt werden. Also 240 ist meiner Meinung nach B die richtige Lösung. Okay. Ja, das war's dazu. Na, also, wie ihr gesehen bzw. gehört habt, die Informationen, die wir hier bei den Antwortmöglichkeiten haben, die werden in den fünf Nachrichten wiedergegeben, aber anders formuliert und die Begriffe hier, die werden ja manchmal ja, in anderem Zusammenhang benutzt, um eben uns herauszufordern, dass wir das Ganze, ja, ob wir das Ganze auch richtig verstehen. So, und apropos richtig verstehen, jetzt wollen wir mal kontrollieren, ob wir das auch richtig verstanden haben. Wir gehen jetzt hier einmal zum Ende, zu den Lösungen. Da ist der Lösungsschlüssel. Trommelwirbel. Teil 4. 36a. Ein Glück. 37. Auch A. Ja, subhanallah. 38c. Alhamdulillah. Wunderbar. 39b. Auch richtig. 40b. Ha! Alhamdulillah. Alles richtig, also so schwer kann das gar nicht sein, ja, wenn wir das hier beim ersten Versuch gleich alles richtig haben. Nein, Spaß beiseite, ne? Ja, das war einmal der Prüfungsteil Hören Teil 4 und dann sehen wir uns gleich auf meinem Sofa wieder. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Teils, unserer Reihe, die sich mit dem Deutschtest für den Beruf beschäftigt, angekommen. Wir haben uns den Prüfungsteil Hören Teil 4 einmal angeschaut. Ich habe euch zunächst ein paar allgemeine Informationen gegeben. Dann waren wir an meinem Computer und haben den Prüfungsteil Hören Teil 4 uns einmal hier an dem Modelltest, den wir auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gefunden haben, angeschaut und bearbeitet und Alhamdulillah haben wir auch alle Aufgaben richtig behandelt. Ja, also wie ihr gesehen habt, hier muss man wirklich sehr konzentriert zuhören, hier muss man wirklich bei der Sache sein. Wir haben hier bei diesem Prüfungsteil keine Zeit, uns die Aufgaben großartig durchzulesen, sondern wir müssen eben wirklich ja, schnell sein. Und wie bereitet ihr euch jetzt hier auf diesen Prüfungsteil vor? Nun, im Deutschkurs, da arbeitet ihr einfach konzentriert mit. Ihr macht die Höraufgaben dort auch konzentriert und macht die Höraufgaben auch zu Hause nochmal, wiederholt das alles nochmal. Denn bei den Höraufgaben ist eben das Problem in Anführungszeichen die große Herausforderung. Ihr hört das Ganze nur einmal und dann ist das weg. Beim Lesen kann man sich das nochmal durchlesen, ein zweites oder vielleicht auch drittes Mal, beim Hören eben nicht. Das ist hier die große Herausforderung, die große Schwierigkeit. Darum macht das im Deutschkurs mehr als der Lehrer, die Lehrerin mit euch macht, wiederholt die Höraufgaben. Meistens gibt es ja auch einen Übungsteil zu dem Lehrwerk, mit dem ihr arbeitet. Da sind auch Höraufgaben. Macht diese Höraufgaben auch und macht sie auch gerne ein zweites oder drittes Mal, bis ihr wirklich ganz sicher und sattelfest seid.
Und außerhalb des Deutschkurses gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Hörübungen, die ihr im Internet finden könnt. Also beispielsweise auf der Internetseite der TELG. Da gibt es natürlich für den Deutschtest für den Beruf noch nicht so viel, aber für andere Prüfungsformate gibt es dort Hörübungen. Und die könnt ihr natürlich auch benutzen, um euch zu schulen, um euch zu trainieren. Es gibt ja auch andere berufsbezogene Prüfungsformate. Und genauso gibt es das bei Goethe oder so auch. Oder bei den Österreichern, die haben ja auch Deutschtests. Und da gibt es auch berufsbezogene Sachen. Und die könnt ihr euch natürlich auch anhören. Die könnt ihr natürlich auch nutzen. Und es gibt natürlich auch von den Lehrbuchverlagen und anderen Lehrern, Trainern, Bloggern, andere Angebote, die ihr wunderbar nutzen könnt, um euch hierauf vorzubereiten. Ja, das soll es aber nun auch schon wirklich für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch geholfen hat, euch gut auf den Deutschtest für den Beruf vorzubereiten. Wenn ja, dann freut mich das sehr. Dann würde ich euch bitten, dass ihr mir einen Like da lasst, dass ihr meinen Kanal abonniert, dass ihr die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und dass ihr meine Videos teilt mit jedem, mit dem ihr möchtet. Und ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinem Kanal treu bleibt und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir uns mit dem Prüfungsteil Hören und Schreiben beschäftigen wollen. Bis dann, ciao!